Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Avakin Live mit der lieben Delu und der lieben Pixelkirsche. Hallo! Hallo! Wir und haben. Jessie. Hi! Wir haben uns was überlegt und zwar haben wir eine Challenge. Und zwar wollen wir eine Create a Star Challenge machen. Wir werden uns jetzt jeder wird dem anderen einen anderen Star geben und wir müssen halt versuchen, diesen Star zu kreieren. So gut es geht. Ja, das war die Idee eigentlich. Ja, genau. Und, Ja, ich wollte nur sagen, dass wir uns dazu einen neuen Avatar gemacht haben oder halt machen werden. Genau. Weil ihr zwei, ne? Also ich habe mir schon einen neuen gemacht. Das ist nicht meine normale Deluara, sondern das ist jetzt einfach für die Challenge genau. Ein Charakter. Und, wir wollen es halt dann so machen, dass, irgendwann, wenn wir halt, was ich in der zweiten oder dritten Folge, dass ihr dann halt uns vorschlagen könnt, welchen Star wir als nächstes kreieren sollen. Oder dass wir das so machen, dass ihr erraten müsst, wen wir da kreiert haben. Sozusagen als kleine Challenge. Mal gucken, wie wir das machen. Aber heute machen wir das erstmal so. Und ich würde sagen, wir fangen dann auch an. Ich habe für Delu einen Star rausgesucht. Delu sucht für Kirsche einen raus und Kirsche für Delu. War richtig, ne? Genau. Ja. Okay. Also wir haben alles weibliche. Man könnte natürlich auch männliche Stars machen. Aber wir haben, glaube ich, alle nur weibliche, ne? Ja, genau. Ja. Okay. Wer will anfangen? Also wer sagt wem was? Wer wo und so? Also ich würde gerne, dass Jessie Katja erstellt. Oh mein Gott. Katja? Hat ja oh mein Gott, wirklich? Ja. Okay. Ich habe für Delu Britney Spears. Oh mein Gott. Mhm. Sekunde. Und ich habe für... Oh Gott, ich falle voll aus der Rolle. Ich möchte, dass Kirschi Captain Samantha Carter von Stargate SG-1 macht. Wer ist das was denn? Ist das denn? Ich wollte auch gerade fragen, wer ist das? Amanda Tapping. Warte, ich kann... Kenn ich gar nicht. Ich same. Ihr kennt Stargate nicht? Nein. Ah doch, Stargate. Ja, doch, das kommt mir bekannt vor irgendwie. Ich hab mal einen Link geschickt. Krasser Pizza. Oha, das wird schwer. Oh ja, das ist schwer. Also für alle, die sehen wollen, wen Delu da meint, das ist diese Dame hier. Die muss jetzt... Pixelkirsche machen. Ich glaube, Britney Spears brauche ich nicht zeigen. Das ist, glaube ich, allen ein Begriff. Oder? Ja, ich denke, ich werde das wahrscheinlich auch bei mir dann noch einblenden. Okay, so. Sollen wir anfangen? Oh Gott. Ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Das ist richtig Gott. Schwer. Ja, Mann.
type of love isn't rational, it's physical. Mama, please don't cry, I will be alright. All reason aside, I just can't deny. Ich zeige jetzt einfach mal, welches Bild Pixelkirsche sich ausgesucht hat. Ich finde, es hast du gut getroffen, auf jeden Fall. Ich drehe dich mal ganz kurz. Finde ich auch. Also ich werde das auch einblenden. Ja. Ich finde auch, sie hat das sehr gut gemacht. Ja. Danke. Bitte. So, dann gucken wir mal, was das ist Delus Bild hier. Wartet mal, Hilfe. Ich versuche mal, so ein bisschen zu drehen. Und so ein bisschen ran zu zoomen. So. Ich finde, du hast die gut hingekriegt. Hä? Die sieht doch voll gut aus. Finde ich wenn auch. Wenn du das so vergleichst. Jetzt habe ich Star Stable. Findest du? Ja, ich finde, du hast es voll. Wenn man das Bild dazu sieht, dann sieht es gut aus, wirklich. Ich finde, die Haare passen auch voll gut. Ich finde, wenn man das Bild sieht und dann dein Aber, dann ist das 1:1 fast gleich aus. Nur, dass sie halt dunklere Augen hat. Also das Augen-Make-up ist dunkler. Ansonsten, und halt, sie hatte offene Haare. Aber ansonsten sieht es genau gleich aus. Ich finde, ich habe so eine Langhaarfrisur irgendwie nicht gefunden mit so Fransen im Gesicht. Deswegen habe ich mich für die Kurzhaare entschieden. Und ich habe ja dieses Bild hier. Ja, ich finde, es sieht voll gut aus. So, und ich habe ja dieses Bild hier genommen. Wartet mal, ich versuche mal mich auch ein bisschen so. Mein Katja hat sogar ein Insta-Bild mit so einem Outfit. Also so einem ähnlichen. Aber ich finde, das sieht richtig gut mit dem Make-up. Ja. Das sieht 1:1 aus wie Katja irgendwie. Also so vom Make-up und von den Lippen. Doch, ich habe halt versucht, es so ein bisschen. Also sie hat auch extrem fette Lippen, muss man mal sagen. So. Ja, das ist meine Katja. Ich finde, du hast es richtig gut hingekriegt. Dankeschön. Ja. Finde ich auch. Ihr könnt uns ja sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr unsere, Sims wollte ich gerade schon sagen, unsere Stars, Promis findet. Okay. Ja, beim nächsten Mal könnt ihr ja uns Vorschläge in die Kommentare schreiben, wen wir erstellen sollen oder so. Und ja. Genau, schreibt uns in die Kommentare, welche Stars wir kreieren sollen und dann, hast du ja eben gesagt. Ich kann diesen Balken immer noch nicht wegmachen, ne? Echt nicht? Nee. Ich kann den wegmachen, aber der kommt immer wieder und der macht mich so irre. Wenn ich jemanden antippe, dann ist der immer noch da.
Ja, ihr Lieben, über ein Däumchen nach oben würden wir uns sehr freuen. Schaut bei Pixelkirsch und bei Delu vorbei, hinterlasst ein Abo. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao, ciao. Adios, muchachos.